Guten Tag, liebes Publikum, liebe Jury. Ich möchte Ihnen in den kommenden Minuten das Bauen der Zukunft zeigen. Mit einer intelligenten Gebäudetechnik, die heute schon weiß, wie viel Energie morgen verbraucht wird, und optimierten passiven Gebäudeelementen wie dem Ziegelstein mit der besten Dämmung der Welt. Mein Name ist Frank Gemach. Ich arbeite bei Evonik im Team für innovative Wärmedämmstoffe. Und ich stehe hier für ein ganzes Team, insbesondere für das Team vom Energiecampus Nürnberg und der TH Nürnberg. Worum ging es bei dem Projekt und was war das Ziel? Ziel war die Errichtung von Plus-Energiehäusern, die weit über den Stand der Technik hinausgehen. Entscheidend hierfür ist die Optimierung der aktiven und passiven Gebäudeelemente sowie die Systemintegration dieser Elemente, insbesondere der Wärmedämmung, der Energiegewinnung und der Energiespeicherung. Was war das Ergebnis? Hier sehen Sie das Ergebnis. Die mittlerweile verkauften und von zufriedenen Eigentümern bewohnten Reihenhäuser in Herzogenaurach. Reihenhäuser in Herzogenaurach? Das ist das Bauen der Zukunft? Keine abgefahrenen Renderings mit Flugtaxis und atmenden Algen in der Fassade? Die sehen ja aus wie in meiner Nachbarschaft. Stimmt, denn das sind normale Häuser und in diesen Häusern sollen normale Menschen wohnen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. In diesen Gebäuden sind alle Elemente perfektioniert. Die Häuser teilen sich in Keller die Haustechnik. Alles greift ineinander. Die Wärmepumpen, die Sensoren innen wie außen und in der Erde, die Photovoltaikanlagen, die Batterien, also die gesamte Heizungstechnik, Elektrotechnik und die Werkstofftechnik. Professor Dr. Arno Dentl erklärt das Konzept der größtenteils energieautarken Häuser. Die gemeinschaftliche Energieversorgung wird sichergestellt durch zwei geothermische Wärmepumpen, die an ein Erdwärmesondenfeld gekoppelt sind. Damit können wir zum einen die Beheizung des Gebäudes sicherstellen und im Sommer können wir mit diesem Erdwärmesondenfeld passiv kühlen. Im Energiekonzept sind auch noch Speicher integriert. Das heißt, wir haben einmal thermische Speicher für die Beheizung des Gebäudes und einmal einen elektrischen Speicher zur Speicherung des PV-Stroms, den wir auf dem Dach erzeugen. Damit diese tolle Technik weiß, ob der Strom gespeichert oder verbraucht werden wird, haben sich die Forscher etwas Besonderes ausgedacht. Sie haben den Häusern sozusagen beigebracht, den Wetterbericht zu verstehen. Das Interessante an dem Betriebsführungskonzept ist, dass wir dort eine modellprädiktive Regelung integriert haben. Das heißt, wir empfangen eine Wetterprognose und können somit den optimalen Anlagenbetrieb prognostizieren. Das Wichtigste aber, damit diese Technik auch funktionieren kann, ist in den Wänden verbaut, nämlich eine lückenlose Dämmung der Gebäudehülle. Das erklärt uns Professor Dr. Wolfgang Kretschmer. Ziegel, die wir verwendet haben, sind Porotonziegel. Und sie bestehen aus einer Ziegelschale und in das Innere haben wir einen neuartigen Dämmstoff, nämlich pyrogene Kieselsäure, eingefüllt. Entstanden ist der Ziegel mit der besten Wärmedämmung der Welt. Dieser Dämmstoff, der den Ziegel mit der besten Dämmung der Welt ermöglicht, heißt Kallustat. Und Kallustat ist nicht nur ein herausragend guter Dämmstoff, er ist sozusagen die eierlegende Wollmilchdämmung. Denn er vereint das, was in einem Dämmstoff bisher nicht vereinbar war. Die gute Dämmleistung, die Nichtbrennbarkeit und ganz wichtig, Recycelbarkeit, Langlebigkeit, also sprich die Nachhaltigkeit. Dazu ist er leicht zu verarbeiten und unbedenklich für Mensch und Natur. Kallustat ist übrigens für seine Umweltverträglichkeit mit dem strengen Cradle-to-Cradle-Zertifikat der Stufe Gold ausgezeichnet und mit dem Material Health-Zertifikat sogar der Stufe Platin. Selbstverständlich beobachten wir die Gebäude beständig, denn diese Daten helfen uns, noch besser zu werden. Ich fasse zusammen. Optimales Zusammenwirken von Baustoffen. Höchstleistungsdämmung, Energietechnik und Datenanalyse, das macht aus den unscheinbaren Reihenhäusern in Herzogenaurach unabhängige Energiespeicherhäuser. Also das Wohnen der Zukunft, auch ohne Flugtaxis. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich würde ich mich über Ihre Stimme freuen. Das letzte Wort jedoch hat Annabella Konrad, eine der erwähnten zufriedenen Bewohnerinnen der Häuser. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man sich mit dem Thema Klimawandel und auch Energiewende beschäftigt und Nachhaltigkeit ins Leben integriert und jeder eben seinen Teil dazu beiträgt. Ich denke, dass dieses Haus eben so ein kleiner Schritt dafür ist. Evonik, leading beyond chemistry.